Willkommen zu einem weiteren 50-Plus-Reise. Heute bin ich unter anderem sogar mit meiner Frau für euch in Rothenburg ob der Tauber. Der Ursprung der Stadt Rothenburg ob der Tauber geht aufs 10. und 11. Jahrhundert zurück. 1275 wurde zur Reichsstadt erhoben und das Interessante und warum sie so schön ist, die Stadt wurde zwar im Zweiten Weltkrieg zu 40% beschädigt, aber man hat danach, nachdem die Stadt schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein berühmtes Touristenziel war, alles sanft und im Original wieder aufgebaut, alle Beschädigungen original wieder repariert, was dazu geführt hat, dass alles so erhalten blieb, wie es im Mittelalter war. Die Stadt ist von einer fast kompletten Stadtmauer umgeben, über die man drüber wandern kann. Es gibt Stadttore, 43 Türme und weil das eben so schön erhalten ist, ist es der Touristenmagnet natürlich in der Region. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Mittelalter, ich liebe Mittelalterstädte. Also wenn man Zeit und Lust hat, sollte man mal vorbeikommen. Das ist wirklich unglaublich schön. Man fühlt sich ein bisschen wie im Disneyland und man kann ja nicht glauben, dass es real ist, aber es ist es. Mittelalter live. Es ist wie, als ob man in eine Zeitmaschine einsteigt und ins Mittelalter zurückreist. Noch zwei kurze Tipps für Rothenburg. Erstens, man braucht kein Auto, ist absolut unnötig. Man kann die gesamte Stadt bequem und entspannt zu Fuß erlaufen. Und zweitens, bleibt vielleicht mindestens eine oder sogar zwei Nächte in der Stadt. Denn vor allem in der Hochsaison ist untertags richtig viel touristischer Betrieb. Wenn man aber eine oder zwei Nächte bleibt, hat man zumindest den Vormittag und den Abend, wo man entspannt, in Ruhe, ohne Touristenscharen diese schöne Stadt erkunden kann. Wer vielleicht schon einige meiner Videos gesehen hat, weiß, dass ich so ein totaler Fan von Stadtmauern, Burgen, Burgtoren und Türmen bin. Und da ist Rothenburg ob der Tauber perfekt. Ja. Hier kann man um die ganze Innenstadt rum auf der Stadtmauer entlang gehen. Es gibt 43 Wachtürme, die noch stehen und 9 Stadttore. Also für einen kleinen Mittelalter-Freak wie mich, absolutes Paradies. Wen das interessiert, Mauern, Türme, Städte, Mittelalter, kommt nach Rothenburg ob der Tauber, da werdet ihr glücklich. Bei unserer 50-Plus-Reise nach Rothenburg haben wir uns ausnahmsweise mal ein richtig schönes Hotel gegönnt, das Hotel Eisenhut. Das liegt mitten in der Innenstadt von Rothenburg in der Herrengasse. Und dort standen 4 Häuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert und die wurden im Laufe der Jahrhunderte kombiniert und bilden heute das Gesamtgebäude des Hotel Eisenhuts, ein wunderbares 4-Sterne-Hotel. Was das Hotel Eisenhut auch besonders macht, ist, dass die 78 Zimmer alle individuell eingerichtet sind. Oft mit Antiquitäten und Stilmöbeln und kein Zimmer gleich dem anderen. Hallo liebe Freunde, in unserem Zimmer hier im wunderschönen Hotel Eisenhut. Ich habe das gebucht für meine Frau und mich, 2 Nächte und das ist geil, das ist mal so ein riesen Vorraum da, ja, da kann man sich mal die Garderobe loslegen, alles etc. Dann gibt es natürlich ein wunderbares Bad, da könnt ihr auch kurz reinschauen. Das haben wir heute schon genossen, das ist super schön groß, ist alles riesig groß da. Und der Stil in diesem Hotel ist lustig, man fühlt sich ein bisschen imperial als Österreicher, so ein bisschen wie in Schönbrunn oder in Belvedere. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir in die Hauptattraktion, den Hauptraum, Hauptzimmer. Da sitzt meine Frau, die arbeitet wie immer, auch im Urlaub.
Und ja, es ist riesig groß, ein wahnsinnig großes Bett. Es schaut aus wie in einem Schloss irgendwo, muss man sagen. Schaut wie ein Schloss aus. Ja, da hat man sogar einen kleinen Schreibtisch, wobei der Stuhl ist ein bisschen tief, zum Arbeiten schwierig, aber man hat noch die Couch zum Sitzen. Und direkt gegenüber auf der Straße unten ist die Fußgängerzone. Die wir sind quasi mittendrin in Rothenburg ob der Tauber. Die Käthe, wie immer sie heißt, wie heißt die? Auf jeden Fall das Weihnachtsgeschäft, das berühmte von der Käthe, irgendwo Wohlfahrt. Käthe Wohlfahrt, das ist das gleich gegenüber. Also ja, wir sind perfekt da, haben halt schon einen wunderbaren Tag erlebt. Dieses Haus kann ich euch empfehlen, ein 4-Sterne-Haus. Wir haben für das Doppelzimmer pro Nacht 125 Euro bezahlt. Und natürlich gibt es in Rothenburg auch einen wunderbaren Weihnachtsmarkt, schon seit dem 15. Jahrhundert. Allerdings heißt der Weihnachtsmarkt dort Reiterlesmarkt. Warum? Das sogenannte Reiterle ist eine mythologische Figur aus vergangenen Jahrhunderten. Die Vorfahren der Rothenburger haben fest geglaubt, dass das Reiterle in der Winterzeit auf dem Pferd daherkommt und die Seelen der Verstorbenen mitbringt. Inzwischen hat sich das Bild des Reiterles aber komplett geändert. Heute ist es eigentlich ein fröhlicher Botschafter für die Weihnachtszeit und alle freuen sich auf den großen Auftritt des Reiterles, das einer der Höhepunkte des Adventmarkts ist. Ah, Wahnsinn! Ein halber Meter ist das, was? Ich denke schon, ich habe den Tag gemessen. Meine Haare aus? Gut. Ja? Gut. Warst du's? Ja. Okay. Ja. Meine Lieben, das war unsere kurze 2-Tages-Reise nach Rothenburg ob der Tauber. Mir hat es sehr gut gefallen. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Wirklich eine schöne mittelalterliche Stadt. Was hat dir am besten gefallen? Die vielen Weihnachtsmärkte. Ja, das ist meine Frau. Die ist ein bisschen ein Weihnachtsfan und das war perfekt im Advent hier in Rothenburg. Weil egal, wo man hingeht, da geht es nur um Weihnachten. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr Zeit habt, kommt doch mal vorbei. Dieser Ausflug zahlt sich aus. Ja, es ist teilweise überlaufen, aber wenn man über Nacht da ist und mal am Vormittag und am Abend da ist, hat man durchaus Platz rumzugehen. Da ist es nicht ganz so schlimm und wahrscheinlich auch oft der Saison ist es auch nicht ganz so schlimm. Und es ist wunderschön begrünt alles. Alles ist begrünt, das merkt meine Frau auch. Expertin für Begrünungen. Ja, angeblich im Sommer ist es besonders schön, wenn da überall Blumen an den Häusern sind. Ja. Die haben einen eigenen Blumengarten, das ist so ganz toll. Also das ist eine Gartenstadt. Ja. Eine Gartenstadt, ja. Man nennt das auch so. Ne? Also wirklich schön hier. Übrigens, falls euch meine Videos gefallen, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Die 50-Plus-Generation, die schaut viel, aber abonniert wenig. Tut mir einen Gefallen, unterstützt mich, damit ich ein erfolgreicher 50-Plus-YouTuber werde. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. War mir eine Freude. Tschüss. Tschüss.